Hey, schön, dass du heute bei unserem Rückenstretch dabei bist. Komm in den Vierfüßlerstand, Hände unter den Schulterblättern, die Knie sind unter der Hüfte, Katze, Kuh. Mach deinen Rücken so rund wie möglich, schiebe die Schulterblätter auseinander und dann beim Einatmen bringe deinen Bauchnabel Richtung Matte, Blick nach oben zur Decke. Arbeite dynamisch. Nimm deinen Blick immer mit. Schau zu deinem Bauchnabel und dann nach oben Richtung Decke. Halte und kreise deinen Po Richtung Fersen, von einer Seite zur anderen. Geh mit dem Po dabei so tief wie nur möglich. Kreise nach hinten weg und zieh dich wieder vor. Und dann zur anderen Seite. Halte mittig, komm auf deine Unterarme, Finger ineinander und dann lege deine Stirn in deine Hände. Ausatmen, rolle dein Schambein Richtung Nase. Einatmen, kippe dein Becken in die andere Richtung. Auch hier mach dich so rund wie möglich. Und dann bringe deinen Bauchnabel zum Boden. Rund machen und dann den Bauchnabel zum Boden. Lasse deinen Kopf in den Händen dabei. Strecke deinen rechten Arm nach vorne, den linken unter dem rechten Arm durch und Kopf und Schulter ablegen. Halte und drücke die Brust dabei raus. Wechsel die Seite. Linken Arm lang nach vorne strecken, rechten Arm unten durch und Kopf und Schulter ablegen. Dein Po bleibt oben dabei. Richte dich wieder auf in den Vierfüßlerstand. Ausatmen, schiebe dich nach hinten auf die Fersen, einatmen, rolle dich nach vorne. Und dann komm mit deinem Schambein tief zum Boden, strecke deinen Oberkörper. Nach hinten weg. Einatmen, zieh dich nach vorne, ausatmen, Schambein tief zum Boden, Oberkörper Richtung Decke. Öffne deinen Brustkorb dabei. Wieder, geh nach hinten weg. Rolle dich nach vorne. Streck dich so lang es geht. Öffne deinen Brustkorb und schau hoch zur Decke. Schultern weg von den Ohren. Halte hier. Drücke deinen Schambein noch mehr zum Boden. Und dann komm in den Fersensitz. Einatmen, richte dich auf. Und ausatmen, mach dich rund. Mach dich rund und dann drücke die Brust raus. Nimm immer wieder deinen Kopf mit, zieh dein Kinn zum Brustkorb und dann bleibe aufrecht sitzen und kreise die Arme nach hinten weg. Fingerspitzen Richtung Decke und dann wieder tief. Ziehe deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule, um die Spannung zu halten und nicht ins Hohlkreuz zu fallen. Zurück in den Vierfüßlerstand. Schiebe die Schulterblätter zusammen und auseinander. Die Arme bleiben lang dabei und dein Blick geht zu deinen Fingern. Es sind nur die Schulterblätter. Schieb sie zusammen, ausatmen, auseinander. Ausatmen, öffne den linken Arm nach oben. Bei der nächsten Ausatmung den rechten Arm. Nimm den Blick nach oben mit zu den Fingerspitzen. Streck dich, öffne den Brustkorb. Ausatmen, öffnen, ein zur Mitte zurück. Setze die Hände weiter nach vorne, schiebe die Brust Richtung Boden. Der Po bleibt oben und dann arbeite dynamisch mit der Brust Richtung Boden. Immer wieder kleine Bewegungen auf und ab. Halte, atme tief durch
Wieder kleine Bewegungen auf und ab mit der Brust. Und dann geh in die Kindsposition, zurück auf deine Fersen, Finger ineinander und ziehe deine Hände nach oben Richtung Decke. Wenn es sich gut anfühlt, bewege ich dabei leicht von rechts nach links im Oberkörper. Halte mittig. Löse die Arme. Und setze dich wieder auf deine Sitzbeinhöcker. Greife unter die Kniekehlen. Mach dich rund vom Oberkörper. Und dann richte dich auf. Strecke deinen Sternum zum Himmel. Rund machen, Schultern nach vorne ziehen. Und dann öffne den Brustkorb. Halte und bringe jetzt deinen Kopf hoch und tief. Nur deinen Kopf. Wie eine große Ja-Bewegung. Die Nasenspitze Richtung Himmel und dann dein Kinn zur Brust. Perfekt, du hast es geschafft für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du dir noch 2 Sekunden nimmst und auf den Subscribe-Button klickst. Bis zum nächsten Mal, deine Lena.